Ja, hallo Leute, willkommen zurück bei den Pathfinder Tirol. Und zwar, wir haben uns heute in die Engalm begeben. Das liegt auf ca. 1200 irgendetwas. Und zwar ist es im Naturpark, und zwar ist es das letzte Drittel vom Karwendelmarsch. Und wir wollen heute eben schauen, wie lange wir brauchen von der Engalm über den Bingzappel, über den Gramai Hochleger bis auf Pertisau zum Aachensee. Die Länge ist ungefähr 17 Kilometer. Höhenmeter, ich glaube bei dir 800 Höhenmeter sind es ungefähr. Ich habe mir extra einen Spickzettel gemacht, aber den habe ich leider heim liegen lassen. Und ja, ich würde sagen, wir starten einfach einmal. Mit am Start ist die Lisa, der Michael und die Mama begleitet uns bis zu Bingsalm. Und ja, genießt einfach das schöne Panorama und wie gesagt, wir halten euch auf dem Laufenden. Und ich würde sagen, let's go. Da irgendwo müssen wir rauf, ganz da hinten auf den Berg rauf. Ah, da ist Almkäse reich, ja? Kannst du auch schauen gehen. Das ist die rastliche Engalm. Auf 1270 Meter. Ja, das ist jetzt der eigentliche Weg vom, hier beginnt eigentlich das letzte Drittel vom Karwendelmarsch, wo da normalerweise dann hinterher die Station ist in der Engalm. Also hier ist normalerweise nach 35 Kilometer kann man hier Schluss lassen. Und wenn man natürlich ganz wahnsinnig ist, so wie wir wollen ja die 250 gehen, dann geht man hinterher das letzte Drittel auch noch und da geht man hinterher den Bingsalm Panoramaweg und da oben steht eh schon Falkenhütte, Karwendelhaus. Aber Karwendelhaus wären von da aus 5 Stunden. Ja. Und ich würde sagen, wir schauen einfach einmal, was uns der heutige Tag bringt. Und ja, let's go. Ja Leute, da nochmal die Engalm. Nach der Engalm auf einem kleinen Pfadel. Dann geht es weiter auf der linken Seite. Von da aus ist die Bingsalm 40 Minuten. Ja. Ja, der Anstieg auf die Bingsalm, die liegt auf 1500 oder etwas drunter, gestaltet sich schon als extrem kräftezehrend. Und ja, ganz schöner steiler Anstieg, aber geht schon. Michael springt schon vor. Ja Leute, jetzt kann man es gut sehen. Und zwar da ist noch ein kleiner Talkessel. Und dahinter, das sind die lila Wend, wo man auch beim Karwendelmarsch durchgeht. Und genau dann da oben, den Feldweg, da geht man hinter runter in die Engalm. Da habe ich einen schönen Blick drauf. Ja. Ja Leute. Irrsinnig geiles Tal, super Landschaft Richtung Bingsalm und vom Weg aus kann man sehen, und zwar ist da oben, das ist der Bingsattel, da müssen wir rüber. Befindet sich ab 1902 Meter, ist die höchste Stelle beim Karwendelmarsch und ja, schauen wir mal, ob wir es schaffen. Unterhalb der Bingsalm, da ist so eine kleine Quelle. Kommt direkt vom Berg, da kann man das Wasser unbedingt trinken, denke ich ja mal. Prost. Michi Tupac. Das Nein, es ist wirklich sehr, sehr warm heute am Berg. Und ich habe es glaube ich eh schon aufgebrannt. Da kommt so eine willkommene Dinge. Aber die Bingsalm ist eh gleich oben. Ja, die Bingsalm erreicht, seien wir auf 1500 Meter, wenn man es erkennen kann. Ja. Ich glaube natürlich den Zettel vergessen, ja.
lieben Hundefreunde. Bis zur Binsalm auf. Habe ich die Bella jetzt 3-4 Mal Wasser trinken lassen können aus natürlichen Bacherlen und so. Also ist es wirklich kein Problem. Absolut mit Hund, auf geht's. Du meinst jetzt nicht auf, oder? Nein. Jetzt habe ich gedacht, ich filme mal kurz, und zwar unten ist die Bingsalm. Ja, da gehen viele Wanderer einfach wieder quer durch die Kuhherden durch. Also wie dumm müssen die Leute sein. Der reguläre Weg ist rechts an der Hütte vorbei und dann Richtung Ramai Hochleger. Ja, und da geht es dann weiter rauf. Und gleich links. Also wir waren jetzt selber ein wenig irritiert, weil die Leute eben lieber eine Abkürzung genommen haben. Aber wie gesagt, durch die Kuhherden werden da allen Zeit, sollte man es unterlassen eigentlich. Da oben seine ganze Traube an welchen Wanderern. Wenn man den kleinen Anstieg nicht schafft, dann sollte man es halt lassen. Ja, der Weg, der zieht sich ganz extrem. Wir sind jetzt da hinten den Weg da auf. Aber so geil da die Landschaft. Ja, jetzt sind wir auf 1600 Meter. Wie gesagt, auf 1900 müssen wir, so hoch ist der Sattel. Ja. Ja. Geht es dann über die Via Alpina. Es ist eher alles relativ gut beschrieben. Über den Bindsattel auf 1900. Zum Gramai Hochleger, von da aus dann hinterher Richtung Pfalz-Turnalm. Alles gut bei euch? Na. Was fällt? Irgendwas mit dem Kreislauf. Lisa klagt über leichte Kreislaufprobleme, ist auch sehr warm, natürlich unter der Anstrengung. Michi, bei dir ist in Ordnung, oder? Ja. Okay. Das war jetzt gerade so verlockend, da geradeaus weitergehen. Aber nach dem Zaun ist dahinter die Abzweigung nach links. Über die kleinen Serpentinen. Und dann weiter Richtung Bindsattel. Ja, Leute, es ist wieder mal so weit. Wir haben schon wieder mal einen verkehrten Weg eingeschlagen. Gehen hätten wir recht müssen. Über Bingsalm Hochleger und bin dann so einen verlockenden Trampelpfad raufgegangen. Ja, ja, der Weg ist das Ziel. Aber wie gesagt, der originale Karwendelmarsch müsste jetzt rechts von uns über die Bingsalm Hochleger. Aber die Wege treffen sich eh wieder oben, also es macht keinen großen Unterschied. Ja, ganz versteckt da unten im Wäldchen rein, da steht die Hütte. Das müsste die Bindsalm Niederleger sein oder Hochleger. Ja. Schaut euch das Panorama an, super. Scheiß anstrengend, gell? Ja, genau. Da kommt man vom Karwendelmarsch raus und dann da. Jetzt von der Entfernung war es nicht viel. Für weniger weit, nur gibt es eben diesen kleinen Trampelpfad und mir ist ein Ausversehen abgebogen und jetzt geht es dann weiter auf den Bingsattel und dann auf den Gramai Hochleger. Wie gesagt, es ist alles gut beschildert, man kann sogar mit dem Radl fahren für die ganz Sportlichen. Ja. Ja, jetzt kann man es gut sehen, da hinten sind die Liederwind. Da kommen wir noch hin nachher. Ja, da sind wir schon ganz schön ein Stück unterwegs. Ja, eben, was man jetzt ehrlich gesagt. Ja, Leute. Oh, sagen wir so 80 Meter unter Bingsattel, unterhalb vom Bingsattel. Es geht über Serpentinen auf. Nass ist es. Extrem rutschig und extrem steil.
Aber wie gesagt, kein Problem für die Pathfinder Tirol. Ja, boah, wie gesagt, der Weg von der Binsalm bis auf den Binsackel, der ist brutal. Und wir denken, dass wir vorher die 35 Kilometer gegangen bis in die Engalm. Aber brauchst mal Zeit. Ja, aber schaut so aus, als wenn wir gleich auf dem Binsackel wären. Ja, Leute. Wir haben den Binsackel erreicht. 1902 Meter. Alter Schwede. Ja. Wir werden eine kurze Pause machen. Und dann gehen wir unten auf die Kammeralm. Kammer Hochliga. Ja, höchster Punkt der Wanderung erreicht. 1902 Meter, Michi. Es gibt dir die Aussicht. Gibt dir die Aussicht. Endlich. Wenn das nicht geil ist. Kann ja nie machen. Und jetzt geht es 13 Kilometer bergab und geradeaus bis zum Aachensee. Und vor dem Grammeier Hochleger haben wir eine kleine Wasserquelle. Ja, am besten alles kalt machen, weil bei den Temperaturen. Ja, der Michi hat sich letztes Mal beim Austrian Survival and Technical Club, Austrian Technical and Survival Club, einen Wasserfilter gekauft. Zeig mal her, die Marke, was ist das? Be-Free. Von Be-Free, wo man da Wasser einfüllt und den Wasserfilter oben drauf schraubt. Ja, probieren wir aus da. Haben wir hier eine schöne Quelle. Dann wird das Filter mal draufgeschraubt. Ja, das ist ganz neu, ja. Die werden. Mul wird immer mitgenommen. Und? Ja, man muss drücken. Aber man muss drücken? Ja, aber gut, okay. Dass was auskommt. Aussaugen geht schwierig. Schauen wir mal, schauen wir, ob es rausläuft. Oh, aber super. 250 Liter kann man mit dem jetzt filtern. 250 Liter, oder? Ja, schmecken tut man ein bisschen im Plastik. Ja, gut, aber ich glaub, das ist neu. Ist. Eben. Hm. Ja, passt. Ich würde sagen, wir gehen auf die Gramai Hochleger und trinken eine Cola. Ha? Jawohl. Super. So, angekommen beim Gramai Hochleger. Und von da sind wir gekommen. Gut.
Hör mal, ich schalte die Bretter aus den Stärken, hör Michi. Das muss auch sein. Mahlzeit. Stell dir mal vor, das wäre so ein Zombie-Kühe oder sowas. Ja, jetzt haben wir wieder gestartet. Jetzt geht's runter in die Grammeialm. Ja, das ist jetzt der Abstieg zur Grammeialm. Ja, extrem steil. Extrem steil. Ja, geil. Das ist immer ein Weg. Ja, wie gesagt, extrem steil, oi. Wahnsinn, weg vom Grammai-Hochleger. Da bieten sich überall Wasserfälle, kleine Bäche. Auf der anderen Seite da. Wir haben eine Verletzte. Der Weg ist so scheiße. Gerade beim letzten Stück abgerutscht. Aber wir rutschen alle hier. Oh, rutsch mal nicht ins Kreis. Nächste. Oh, schau da vor. Schau mal. Davor. Oh, das ist Stück noch. Da haben wir davor mit in Felsen. Oh mein. Hey, hilf deiner Schwester. Mach dich schon. Was ist ein scheiß Weg hier, ey. Was hast du? Ich habe ein paar Loch hier. Nein. Juhu, Action! Schau dir das an. Action! Oh! Oh! Alter! Der nächste Rutschen. Also ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Was kann man da machen? Ich bin wieder Rutschen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Ah, da hätten wir wieder einen Bachel. Also ein Wassermangel ist auf dem letzten Stück überhaupt nicht. Da werden wir, glaube ich, noch mal einen Tipp. Ja, mal gar nicht. Ja, da unten, da befindet sich jetzt die Grammaialm. Wie gesagt, ich glaube, die ganzen Höhen, die Höhenmeter und die ganzen Unterschiede
Die werde ich dann hinterher separat nochmal hinschreiben. Weil wie gesagt, ich habe leider meinen Zettel vergessen. Und auswendig wissen tue ich jetzt auch nicht alles. Aber wie gesagt, ich werde es euch nochmal am Ende des Videos, bleibt dran. Dann könnt ihr auch die ganzen Daten von der Wanderung sehen. Ja, jetzt sind wir kurz vor der Grameialm. Geben wir mal ein Panorama. Wunderschöne Aussicht. Auch überall so, warum sind auch überall so kleine Höhlen da in die Felsen. Aber ich habe schon gefragt, ob wir die anschauen gehen, aber irgendwie mögen die nicht mehr so recht. Ja, aber wir sind auch eigentlich da, um das letzte Drittel vom Karwendelmarsch anzuschauen. Aber die Steinformationen oben da, das ist schon gewaltig. Also es ist wirklich, wirklich richtig geil. Also Leute, die Tour, solltet ihr auch nicht den Karwendelmarsch gehen wollen, geht's daher, schaut es euch an. Und ja. Grameialm geschafft. Können wir gleich ein Hackele machen. Alle noch voll super drauf. Michi möchte am liebsten wieder zurückgehen. Noch einmal das Ganze. Natürlich. Ja. Was gibt Schöneres wie bei 35 Grad auf dem Berg springen? Da gibt ihr ein raus Lüftel. Aber schau, oh, voll das Spa. Schau. Ich hatte jetzt gerne ein Spa. Geh, wo der Adler fliegt. Von da hinten irgendwo kommen wir. Mal ganz kurz einen Blick über die Tafel. Dass wir das nächste Mal schauen können, wo wir ein bisschen hinwandern. Oh, jetzt haben wir eine Grameialm. Hinten einen geilen Jacuzzi. Berg, da haben wir hier. Ja. Schau mal vor, wir können jetzt hier in den Pool reinspringen. Schau mal, die stehen unterm Wasserfall da hinten. Geil, oder? Ja. Oh, da riecht es nach Pferd, Lisa. Da hast du auch noch was davon. Oh, wunderschön da. Was willst du denn schon wieder? Kaltes Wasser. Da ist hier ein Brunnen. Nachdem wir jetzt den Saft getrunken haben, da Grameialm, geht es weiter zu Falsturnalm. Und ja, nur zu empfehlen, sehr saubere Klos, das ist mir immer sehr wichtig. Sehr wichtig für jeden Besuch. Ja, der Klo ist der Spiegel des Gasthauses. Ja. Ja. Wie gesagt, seid aber beim Aachensee in Tirol, wandert zu Grameialm, super und super ist nah. Ja, Grameialm, top. Ja, jetzt haben wir circa noch eine Stunde bis zur Falsturnalm. Da geht es dann neben der Hauptstraße, ja, Hauptstraße will ich gar nicht sagen, das ist auch eine Mautstraße. Neben der Mautstraße geht es da so ein kleiner Wanderweg und den gehen wir jetzt entlang. Oh, überall ist Bachbett ausgetrocknet. Oh, super schön. Da brauchst kein Kanada, da reicht schon, wenn du nach Tirol fährst, an den Aachensee. Aber mich wundert, dass die Bachbecken alle so ausgetrocknet sind. Naja.
Aber bei der Hitze auch kein Wunder. Das sind wir 400 Meter vor der Pfalz-Turnalm. Dieser ja, hat schon ein bisschen Sonnenbrand. Da, Sonnenbrand. Ja, die Ernten, ja. Naja. Michi ist auch schon volle Alle. Wo gehen wir nächsten Sonntag wandern, Michi? Da kannst du jetzt gleich ein Versprechen geben vor der Kamera. Ich will nichts vor der Kamera. Der Papa ist so gemein. Ja, der Weg von der Grammaialm bis zur Pfalz-Turnalm, oh, der zieht sich ganz brutal. Es ist zwar alles fast nur bergab und gerade, aber lang. Und nach der Bergtour, boah, das knallt in die Beine. Das kann schon was. Super. Ja, wie gesagt, da unten ist die Pfalz-Turnalm. Von der Pfalz-Turnalm sind es nochmal circa, ich glaube, 3,5 bis 4 Kilometer. Und die sind aber auch noch leicht zu schaffen bis zum Aachensee. Und die Lisa hat uns versprochen, sie hüpft dann in den Aachensee rein. Da stehen schon die Schnitzel oder was gibt das Steak? Alles. Alles? Die Bella kriegt regelmäßig natürlich auch ihre Abkühlung. Sie mag es leider nicht. Ja, dann hier, das Jausentischl da mittels am Weg. Ja, an der Pfalz-Turnalm angekommen. Aber wir werden aber gleich weitergehen, weil jetzt haben wir schon einen Zwei-Alm-Shop gemacht. Einmal Grammaialm. Dann beim Hochleger haben wir Pause gemacht. Und ja, wir werden jetzt durchgehen und durchziehen. Ja, dann verlassen wir jetzt wieder die Pfalz-Turn. Da gibt es auch wieder so Brunnen und Bächlein, wo man die Wasserflaschen auffüllen kann. So, und jetzt geht's zum Endspurt. Was sagst du? Auf geht's zum Endspurt. Auf geht's zum Endspurt. Michi, 3,5 bis 4 Kilometer noch. Dann seien wir da. Da haben wir es geschafft. Aber alles gleich Asphalt. Alter, das knallt. Ja, das ist die Pfalz-Turn-Straße. Es ist auch eine Mausstraße. Und kurz vor der Pfalz-Turn habt ihr auch die Möglichkeit zu parken. Das ist Parken inbegriffen dann in der Maut. Und ja, da könntest du herfahren, ne? Und dann hinterher wandern gehen. Ja, zwischen der Pfalz-Turn und Pertisau, da geht es jetzt lange auf der asphaltierten Straße. Aber wie gesagt, es zieht sich, weil alles einfach nur eben ist und monoton zum Gehen. Eigentlich schade, aber ist nur noch mal so. Ja, Pertisau voraus, zumindest die ersten Häuser, haben so um 16.30 Uhr gestartet, sind wir um 9.20 Uhr. Also wir haben schon wirklich lange gebraucht. Aber wie gesagt, wir sind da überall eingekehrt, bei den Almen überall was getrunken und ein Eis gegessen. Ja, jetzt haben wir die Strecke wenigstens mal gesehen und egal. Hauptsache, jeder weiß, wie die Strecke dann ausschaut. Ich hoffe, ihr könnt euch ein bisschen helfen damit. Für die Leute, die in den Karwendelmarsch gehen und überlegt euch das gut, ob ihr die 2,50 macht oder leider die 35. Ja, halt ein paar Karwendel nochmal. Ja, Ortseinfahrt Pertisau. Jetzt müssen wir nur noch hinterher das Ziel suchen, wo normalerweise der Zieleinlauf ist vom Karwendelmarsch. Ja, ich glaube, das müsste da vorne irgendwo sein. Ja, lass uns das Ganze mal Resümee passieren.
Da hinten, irgendwo aus dem Tal, da sind wir da reingekommen. Bis da ist noch Pertisau. Das ist aber in unserem Langlaufzentrum in Pertisau. Jetzt hoffen wir einmal, dass das Auto gleich kommt. Alles Karwendelgebirge, noch so Informationstafeln. Dann gehen wir mal in die Richtung da. Ja. Geh mich hin. Ja. Langlauf-Stühwald, Romantik-Restaurant und Tanzlokal. Hier ist dann, glaube ich, der Zieleinlauf vom Karwendelmarsch. Wie gesagt. Also mit einem Fix und Foxy. Jawohl. Ja, dann stehen wir gleich den Dingen Abschluss. Ja, da werden wir jetzt gar nicht großartig mehr die Kamera aufbauen. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war das letzte Drittel vom Karwendelmarsch. Ich werde euch dann gleich noch dann im Abspann die ganzen Daten reinschreiben. Die Höhenmeter, die Kilometer von bis. Und ja, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt in unserem kleinen Wandervideo. Und wie gesagt, wir werden uns das nächste Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Pathfinder Tirol on Tour. Und ja, dann begleitet uns wieder dabei. Wir würden uns freuen über einen Daumen nach oben, beziehungsweise lasst doch ein Abo da und verpasst keines unserer Videos mehr. Vielleicht machen wir die andere Seite vom Karwendelmarsch auch noch. Und spätestens nächstes Wochenende, übernächstes Wochenende, wir werden sehen, was wieder ansteht. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß und danke fürs Zusehen. Eure Pathfinder Tirol. Ciao. Ciao.